Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Marco Neumann und heute habe ich eine ganz besonders schöne Einschlaftraumreise für dich. Ich erfülle auch wieder einen Zuschauerwunsch. Wir begeben uns zu einer gemütlichen Hütte in den verschneiten Bergen. Dort wirst du in wohliger Wärme dem sanften Schneefall zusehen und behutsam in einen ruhigen Schlaf finden. Du wirst den Ballast und die Sorgen des Alltags hinter dir lassen. Später nutzen wir dafür die Entspannungstechnik des autogenen Trainings. Ich wünsche dir eine gute Erholung. Wenn du nun bereit bist, dann mache es dir so richtig bequem. Sorge dafür, dass alles hinter dir liegt. Und wenn du deine Augen jetzt gleich geschlossen hast, dann nimm für einen Moment einfach mal wahr, was du siehst. Auch wenn unsere Augen geschlossen sind, können wir häufig dennoch bestimmte Muster oder Farben erkennen. Kleine Farbflecken oder Bahnen, ein Pulsieren oder Leuchten. Achte für einen Moment darauf. Du kannst auch mit geschlossenen Augen nach links oder rechts, nach oben oder unten schauen. Und während du darauf achtest, was du siehst, kann dein Körper ganz unterbewusst zur Ruhe kommen. Lass diese Muster und Formen ganz von selbst kommen und gehen. Lass sie fließen und gleiten. Du kannst nun in einen Fluss der Ruhe eintauchen. Werde eins und gleite mit ihm davon. Erlaube dir, völlig loszulassen. Die Wellen der Ruhe fließen harmonisch durch deinen Körper. Stell dir vor, der Punkt vor deinen Augen ist ihr Anfang. Von dort beginnen sie in farbigen Bahnen zu fließen und strömen dann in den ganzen Körper hinein. Und mit der Entspannung werden sie stärker. Sie fließen in deinen Kopf und lassen die Gesichtszüge immer weicher und weicher werden. Die Mundwinkel entspannen und der Kiefer lockert sich. All der Stress schmilzt wie Eis unter dem Sonnenlicht, um sich in Wasser der Stille zu verwandeln. Es sind kleine beruhigende Flüsse, die durch deine Adern pulsieren. Über die Augenlider, weiter in die Stirn, sogar bis in die Ohren. Kraftvoll verbreiten sie überall ihre Wärme. Und nach deinem Gesicht fließen sie weiter in den Nacken und die Schultern. Von dort strömen sie weiter in beide Arme und Hände.
über den Rücken, um alles zu lösen und zu lockern auf eine angenehme Weise. Es fließt bis in die Zehenspitzen, wie in einem Kreislauf. Und wenn die Wellen den unteren Teil erreicht haben, fließen sie zurück nach oben mit neuer Wärme, um wieder nach unten zu strömen. Alles wird gelöster und wärmer. Und mit ihr darf auch eine Schwere kommen. Eine so wohltuende Schwere, die es immer anstrengender macht, jetzt noch die Muskeln anzuheben. Es kann sich auch anfühlen, als wärst du mit einem schützenden Mantel umhüllt, der alles wärmt und das außen vorlässt, was dir nicht mehr dient. Es darf nun alles abgleiten. Hier und jetzt kannst du deine Vorstellungskraft frei entfalten. Gehe mit deinen Gedanken auf Wanderschaft und stell dir vor, du stehst in einem Alpendorf in den verschneiten Bergen. Du bist auf dem Weg zu einer kleinen Hütte und dieser Ort ist dein letzter Zwischenstopp. Auf einer Anhöhe kannst du das Dorf in seiner Gesamtheit gut überblicken. Es ist von hohen, schneebedeckten Gipfeln umgeben. Überall siehst du die traditionellen Winterhütten, aus deren Schornsteinen Rauch aufsteigt. Feine Rauchfäden ziehen über die Dächer der umstehenden Gebäude hinweg. Wenn du magst, dann betrachte jetzt achtsam die Umgebung und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Die Luft ist kalt und trocken. Beim Einatmen erfüllt sie deine Lungen. Und jedes Ausatmen zeichnet kleine Wolken in die Umgebung. Vielleicht nimmst du auch den Geruch von Holz und Räucherwerk wahr. Schlendere nun durch das Dorf und nimm die Eindrücke und Geräusche in dich auf. Du siehst Menschen, die ihren täglichen Beschäftigungen nachgehen. Zufrieden spazieren sie auf den kopfsteingepflasterten Straßen. Im Dorf herrscht reges Treiben und ein Gefühl der Gemeinschaft. Die traditionelle Architektur der Almhütten zeichnet die Umgebung. Das dunkle Holz und die steilen, schrägen Dächer machen ihren unverkennbaren Anblick aus. Auf einigen Fensterbänken stehen Blumenkästen mit bunten Blüten, die die weiße Landschaft aufheitern. Und manchmal lehnen Skier und Schlitten an den Häuserwänden. Um dich herum gibt es kleinere Lokale. Du kannst den Duft von frisch gebackenem Brot und heißem Kakao riechen. Viele Touristen halten in diesem Ort inne, um nach den langen Skifahrten und Wanderungen eine kleine Pause zu machen. Sicherlich verbringen manche auch die Nacht in einem der Gasthäuser. Die Stimmung ist heiter und ausgelassen. Vielleicht spürst du auch, wie sich ein Gefühl von Frieden und Wärme breit macht.
Am Ende des Dorfes angelangt, führt dich ein Weg auf einem kleinen Pfad weiter. Er windet sich durch die winterliche Landschaft. Der Schnee ist frisch gefallen und die Bäume sind mit einer glitzernden weißen Schicht bedeckt. In der Ferne geht langsam die Sonne unter. Sie wirft ihr goldenes Licht auf den Horizont und scheint sanft durch die Baumkronen hindurch. Die Äste der Bäume sind schwer vom Schnee und ihre dicken Stämme ragen wie stolze Wächter aus dem Boden. Der Schnee liegt wie eine weiche Daunendecke über den Bergen und Tälern. Er bedeckt den Boden mit einer friedlichen weißen Decke. Die untergehende Sonne verfärbt sich allmählich in ein tiefes Orange. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Schönheit dieses Anblicks in dich aufzunehmen. Dein Körper fühlt sich leicht an und die Sorgen können wie Eis in der warmen Wintersonne schmelzen. Du siehst deinen Atem vor dir. Bei jedem Ausatmen entstehen kleine Wolken, die schnell wieder verfliegen. Atme tief ein und aus und nimm wahr, wie du loslassen kannst. Weiter führt dich der Weg. Du hörst nur noch das Knirschen des Schnees unter deinen Füßen. Völlig gelassen folgst du dem Pfad, vorbei an den Bäumen, die mit einer leichten Schneeschicht bedeckt sind. Das Rauschen des Windes in den Ästen scheint wie ein sanftes Wiegenlied. Nach einiger Zeit schlängelt sich der Pfad in ein immer höheres Terrain. Du kannst die majestätischen Gipfel in der Ferne sehen und das Dorf im Tal wird immer kleiner und kleiner, bis du es ganz von oben sehen kannst. Die Umgebung wirkt dir vertraut. Langsamen Schrittes gelangst du jetzt zu einer Lichtung oben auf den Bergen. Hier siehst du deine kleine Hütte. Du spürst die Wärme, die sie ausstrahlt. Sie ist gemütlich und einladend, völlig eingebunden in der winterlichen Umgebung. Der Ausblick hier an diesem Ort ist wunderschön. Hohe, schneebedeckte Gipfel erheben sich in der Ferne. Und von hier aus hast du einen direkten Blick auf die Landschaft und das kleine Dorf im Tal. Die Hütte ist aus einem kräftigen Holz gefertigt und sehr geräumig. Mit einem steilen, schrägen Dach und großen Fenstern. Aus dem Schornstein steigt Rauch auf und in der kalten Luft liegt der Duft von Räucherwerk. Die Tür zur Hütte ist aus schwerem Holz
mit eisernen Scharnieren. Sie ist mit einem Kranz aus Tannenzweigen und roten Beeren geschmückt, die einen Hauch von Fröhlichkeit in die weiße Landschaft bringen. Das Haus lädt dich ein, und so drehst du das Schloss und öffnest die Tür. Du trittst ein in die wohlige Wärme. Im Inneren eröffnen die großen Fenster den Blick auf die atemberaubende Landschaft. Die Wärme des knisternden Feuers im Kamin hüllt dich in eine tiefe Geborgenheit. Die Hütte ist rustikal eingerichtet und der Duft von Holz liegt in der Luft. Der Boden besteht aus alten, dunklen Holzdielen und die Wände sind in einer warmen Farbe gestrichen. An ihr hängen verschiedene Bilder und Andenken. Ein Sofa und Sessel sind direkt auf die großen Fenster ausgerichtet. Du ziehst deinen Mantel und die Stiefel aus, hängst sie an die Tür und gehst zum Kamin hinüber, um dich etwas aufzuwärmen. All die Anstrengung vom Tag darf nun verfliegen. Jetzt ist deine Zeit der Ruhe. Du kannst es kaum erwarten, es dir bequem zu machen und nach draußen zu blicken. Hier ist alles im Einklang. Du bist völlig entspannt und geborgen in deiner gemütlichen Hütte. Nimm noch einen tiefen Atemzug und lass dich vollkommen in diese Szene eintauchen. Mache es dir nun auf dem Sessel bequem und genieße den Blick auf die großen Fenster. Sie bieten eine wunderschöne Aussicht auf die Täler und Berge der Landschaft. Langsam beginnt es zu schneien. Draußen wird es immer dunkler. Doch die kleinen Lichter der Hütten unten im Tal erhellen die Nacht. Es ist ein atemberaubender Anblick. Jedes dieser Lichter erzählt eine Geschichte. Doch hier aus der Ferne verweben sie sich in ein entferntes Netz. Während du die Schönheit der Umgebung genießt, überkommt dich ein Gefühl von Ruhe und Entspannung. Du bist zufrieden und erfüllt in deiner gemütlichen Hütte. Jetzt kannst du völlig loslassen, um voll und ganz in das Gefühl der Ruhe einzutauchen. Du spürst die Wärme in deinem ganzen Körper. Dein Blick richtet sich immer wieder auf die großen Fenster. Du bist umgeben von der Schönheit der verschneiten Landschaft, in tiefer Ruhe und Geborgenheit bist du sicher und gewärmt. Hier kannst du entspannen, den Komfort des Feuers genießen. Der Kamin knistert und knackt und erfüllt die Hütte mit einem Hauch von Magie.
und du weißt, hier an diesem Ort ist alles gut. Die Flammen tanzen und knistern und du spürst, wie sich die Wärme in deinem ganzen Körper ausbreitet. Du siehst den Schnee vor den Fenstern fallen und fühlst dich ganz und gar entspannt. Spüre die Ruhe des Augenblicks. Der Schnee fällt sanft vor den großen Fenstern und erzeugt eine friedliche Atmosphäre. Hier drinnen ist es warm und sicher. Die Geräusche des knisternden Feuers umhüllen dich voll und ganz. Sie wiegen dich in eine tiefe Ruhe hinein. Der Duft des Holzes erfüllt den Raum und du hörst das leise Knistern der Holzscheite. Hier und da ist auch ein Zischen. Und während du hier so angenehm entspannst, lässt du alles los. Die Wärme des Feuers umhüllt dich. Die Kälte und Verspannung schmilzt dahin. Achte mal auf deinen linken Fuß. Beobachte, was du wahrnehmen kannst. Vielleicht spürst du Wärme oder ein Kribbeln. Die Wärme kann weiter fließen bis in die linke Wade. Und nun spüre, wie die Wärme vom linken Fuß bis in dein linkes Bein fließt. Wie ein sanfter Strom. Achte auf dein linkes Bein und spüre diese warme Welle, die immer weiter strömt. Spüre, wie die Welle alles unglaublich warm und entspannt werden lässt. Von dort aus fließt die Wärme über deinen Bauch hinab bis zu deinem rechten Oberschenkel. Stell dir diese Welle vor, die von deinem linken Fuß bis hoch in den Bauch und von dort auf die rechte Seite deines Körpers übergeht. Vom Bauch in den rechten Oberschenkel, in die rechte Wade, bis in deinen rechten Fuß. Und bis ganz hinunter in die Zehen. Spüre die Wellen der Wärme. Dieses sanfte Strömen oder Kribbeln, das einen angenehmen Schauer erzeugt. Fühle diesen Zustand. So angenehm warm und schwer. Die Welle fließt in beide Arme. Richte den Fokus auf deinen linken Arm. Spüre dann die linke Hand und die Finger. Und nimm wahr,
wie die warme Welle in diesen Teil deines Körpers fließt. Zuerst über den Oberarm, dann in den Unterarm, in jeden deiner Finger. Ist dein linker Arm oder dein rechter Arm entspannter? Und jetzt, wo sich dein linker Arm entspannt, entspannt sich auch dein rechter Arm. Die Wärme fließt auch in diesen Teil, um dann deinen ganzen Körper zu umhüllen. So tief und fest, so angenehm warm. Spüre, wie die Wärme deinen ganzen Körper entspannt. Sie ummantelt dich. Tauche ein in eine tiefe Wärme und Schwere. Gleite in einen erholsamen Schlaf. Lässt los. Alles entspannt. Du bist sicher in deiner Hütte. Lass los. Tief und fest entspannt. Warm und geborgen. Sinke tiefer einen erholsamen Schlaf. Gleite in einen erholsamen Schlaf.